Die letzten Teams. So, Es geht hier um den Sieg. Jetzt kommt der Heimerdinger, mein Freund. Ja, nice. Verrückter Junge, ey. Aber wo spielt denn Heimerdinger dann? Ich schätze mal in der Midlane. Ja, gut. Vielleicht sehen wir auch zum ersten Mal jetzt eine Support-Puppy. Och Gott. Also der Junge hat bei mir auf jeden Fall schon mal den Charme-Bonus. Nee, absolut nicht. Grundsätzlich unsympathisch. I'm Poppy. Ich hasse diesen Schäfchen so sehr. Jetzt komm, nimm ihn doch einfach. Lass dir nicht von deinen Teamkollegen einreden. Ich meine, du spielst mit Vayne Naked. Och nein. Och, der Thrash-Pick. Ist Hypertape jetzt etwa auch Support, oder was? Jetzt nach den gebrachten Items, die jetzt alle 2100 Gold kosten, kann man wohl oder übel mal zum Support switchen. Ey, Support ist super. Also ich hab da Spaß dran. Ich verstehe gar nicht, warum da so viele das nicht mögen. Oh, Talia. Das ist, glaub sogar die erste Talia, die ich jetzt persönlich in einem Zeit sehe. So, da haben wir schon mal Frontal vs. Poppy auf der Top. Jo, das wird richtig spannend. Ich freue mich da jetzt schon drauf. Also ich werde Spectator Mode ausmachen und einfach nur auf die Top-Lane gehen. Dann kann ich in der Zeit wenigstens auf Klo. Da wird eh nichts passieren. Und Jinx mag ich auch sehr gerne. Ich hoffe, sie hat den Feuerwerkskin dabei. Ja gut, das ist aber der einzig Vernünftige, den es für sie gibt. Oh, eine Orianna. Okay, aber Hypertyper hat die hat Teleport drin, also entweder wechselt er gleich noch oder Akima hat einfach Poppy für ihn gepickt. Aber es wäre ja unnötig, weil sie ja im selben Band. Eigentlich schon. Eigentlich schon. Ich sag mal, er hat ja nicht umsonst Teleport drin. Weiß man nicht so genau, ne? So, der letzte Pick wird spannend. Ich sag mal, das müsste. Lucian. Oh, ja gut, ne? Mit Lethality etc. ist er wieder im Game ein wenig. Er spielt okay, tatsächlich Poppy. Ja. Das gefällt mir. Ja. Das gefällt mir super. wenigstens einem von uns. Allerdings ist es jetzt so, dass der Trundle sehr stark an der Rüstung und Magieresistenz von Poppy knabbern kann und sie schnell vernichten. Das wird auf jeden Fall. Da frag ich mich, wer die Top-Lane gewinnt. Na. Unterhalt mal kurz die Zuschauer, ich bin mal kurz 5 Sekunden AFK. Erzähl ein paar LOL-Witze. Ah, okay, gut. Also, da ich jetzt den Stream übernommen habe. Hallo. Ein paar schöne LOL-Witze. Was ist Amumus Lieblings-Emote? / weinen. Ja, ich weiß, der war schlecht. Aber es gibt keine besseren. Also, ich habe keine besseren gefunden. So, die 3 Minuten. Für wen seid ihr denn? Ihr könnt ja mal in den Chat schreiben, Team Rot oder Team Blau. Anhand der Picks würde ich eher dazu tendieren, dass Team Blau gewinnt. Allein schon wegen der Orianna. Falls sie gut spielt. Sehr viel Range, sehr hoher Damage. Links auch, ein Kill gibt dir so viel Mobilität, dass sie aufräumen kann. Ja. Poppy sehr tanky, aber wie gesagt, gegen den Handel hilft das nicht so viel. Talia bisher noch nicht gesehen. Rengar hat eher jetzt nicht so den Early Gank. Dafür der Hackerin.
Und die Soraka weiß ich nicht, von was ich davon halten soll. Ja, lauter gestellt kann ich gerade nicht, während der Lars AFK ist. Ja, ich habe nur gewartet, dass du irgendwelche Leuwitze erzählst. So, ich kann dich gerne lauter stellen, warte kurz. So. Ich hoffe, du hast gut zugehört. Und zwar will ich jetzt wissen, so. Für welches Team tendierst du denn, wird gewinnen? Jetzt, tatsächlich tendiere ich definitiv jetzt zu Blau. Auch wenn die blöde Poppy da drin ist. Aber doch, ich sehe Blau doch stärker. Ich weiß nicht, was du gesagt hast. Ich bin tatsächlich gerade erst wiedergekommen. Ist Timo jetzt eigentlich laut genug? Ich habe ihn jetzt ein bisschen was höher gestellt. Und zum Notfall passe ich es gleich nochmal an. Was hast du denn gesagt? Auf welches Team tippst du denn? Ich habe tatsächlich sogar gesagt Team Blau. Ja, siehst du mal. Aber auch nur wegen den starken Picks. Es ist zwar, Orianna ist sehr skill-lastig, also hat zwar hohe Range und sehr viel Damage, aber kann auch scheitern. Und ja, die Poppy halt im Nachteil gegen den Trundle. Trundle, auch sehr starker Pick, kann sich durch die Gegner beißen regelrecht. Ja, ich bin gleich mal auf die Elo-Werte gespannt. So. Zehn Sekunden noch, Jungs. Dann sehen wir was. Oh. Ist gleich geblieben. Dann mache ich Timo noch ein bisschen lauter. Aber gleich ist die Musik auch aus. Ich will ihn jetzt auch nicht zu laut stellen, weil irgendwann rauscht das sonst. Ah, toll. Jetzt ist es natürlich. Weil irgendwann rauscht das sonst einfach zu sehr. Was auch nur so halb so optimal ist. Das heißt, er mit jedem Wort, das er sagt, keine Sorge, der Blackscreen geht gleich wieder weg. Da ist nur kurz während der Ladezeit, so. Zack. Man kann auch schon im Chat sehen. So, jetzt funktioniert's. Relativ informierter Junge. Oh, Tatsache. Ein bisschen die Teams. Finde ich gut. So, wenn jetzt nicht nochmal ein Cheese kommt, lese ich das auch tatsächlich mal eben kurz. Kommt nur drauf an, was Team Blau draus macht. Ja gut, ich sag mal, am Ende kommt es ja immer drauf an, oder? Ich meine, Picks geben dir definitiv einen Vorteil. Aber am Ende ist es dann doch der individuelle Skill. Muss er die Musik ausmachen, fällt mir ein. So. Und wieder rein. Ist ja nichts passiert. Hast du die Elo angeguckt? Ich war gerade nicht im Ladebildschirm gewesen. Bis gleich, Ecki. Tatsächlich nicht. Da anscheinend, ich glaube, es liegt am alten LoL-Client, da die Verbindung zum Game immer wieder durch einen Bug abgebrochen wird. Okay, aber du bist jetzt drin. Ich bin noch nicht drin, nein. Okay. Also ich bin schon drin und hoffe, dass du jetzt auch gleich reinkommst. Immer diese technischen Probleme. Es ist schrecklich einfach. Ich beschreib dir, was passiert. Lucian läuft gerade die ganze... Oh! Game has been paused. Achso, da höchstwahrscheinlich. Wir haben ja nach den Turnierregeln. Also können beide Teams. WC-Pause, sorry. Surrender erst nach 20. Ja, der Chat ist super. Ich habe die Pinkelpause tatsächlich schon gemacht. Ich habe meine Zeit sehr gut eingeteilt. Und ich bin auch schon im Ladebalken drin. Ja, super. So, perfekt. Kommst du genau in die Pausenzeit rein. Die haben einfach gehört, dass du noch nicht drin bist. Deswegen waren die so nett und haben jetzt gewartet. Das ist nett von denen.
Ich finde es ja wenigstens gut, dass Herodes wenigstens seine Gedanken teilen will. Ja, ich finde das auch gut. Ein bisschen Chat-Interaktivität ist immer super. Auch wenn ich dadurch noch dümmer aussehe, Nerodus, aber okay, ich merke mir das halt. Wenn du das nächste Mal spielst, du bist auf der Liste. Jetzt bräuchte ich mein Soundboard, Alter. Von Max aus Gothic. Du kommst auf die Liste. Ich Gut. habe tatsächlich ein Soundboard gerade da, aber allerdings habe ich den Spruch nicht Oh, da. ey, Junge. Aber ich habe den hier. Das ist voll der Hammer. Ist auch aus Gothic, oder? Nein, das ist aus Warcraft. Ach, okay. Aber es wäre so ein typischer Gothic-Spruch gewesen, ey. Ja, LCS-Caster, dann müsst ihr mir ausgehen mit dem Spiel, Mensch. Das ist. Ich sag mal so. Wenn ich das jetzt, wenn ich dann irgendwie das SSG-Team es nicht ganz so schrecklich findet, erlauben Sie mir vielleicht das nächste Mal. Ja, Junge, Nerodus, das tut mir leid. Tatsächlich habe ich Warcraft 3 auch viel gespielt, aber ich kann die Dinger nicht alle auswendig. Dann müssen wir mal unbedingt das nachholen. Lass uns mal ein paar Runden spielen. Ich, wie gesagt, ich habe Warcraft 3 sogar viel gezockt eigentlich. Wobei auch mehr auf mehr hier mit den hier Mods und sowas. Deswegen. Wir haben letztens an Heiligabend, das war sehr lustig gewesen, haben meine Brüder und ich eine LAN-Party an Heiligabend gemacht. Ja, es klingt trauriger, als es eigentlich ist. Es war eigentlich sehr lustig gewesen. Und auf jeden Fall haben wir da wirklich die ganze Nacht Warcraft 3 Mods gezockt. Das war so lustig gewesen. Kann ich nur empfehlen. Was ihr wollen. Ja, das kann ich, das kenne ich tatsächlich doch. Ganz so veraltet bin ich dann doch nicht. Warcraft 3 muss man auch mal gespielt haben. Das sind einfach Kindheitserinnerungen, die werden Ja, nicht doch, los. definitiv. Ich habe auch StarCraft 1 damals gespielt, aber da erinnere ich mich auch null dran. Also wenn ich jetzt StarCraft spielen würde, ich würde nichts mehr hinkriegen. Also abgesehen davon, dass das neue StarCraft auch höchstwahrscheinlich, also Star neu in Anführungszeichen, der ist ja jetzt auch schon wieder Jahre alt. Chatpfeffer von Wodka geschrieben. Ach ja. Oh. Da ist Hyper-Typer. Dreck. Kriegt er ihn? Kriegt er ihn? Ah. Ich habe schon fast mit dem Flash gerechnet. Ach, das ist eine Poppy. So viel kann die nicht anrichten. Naja, aber guck dir mal das Live an. Wie viel hat er noch? 36. Da siehst du? Was habe ich gesagt? Warum hat er sich Dreck gemacht? Aber jetzt kriegt er von Warwick erstmal auf den Sack. Oh, aber das ist Hacker. Tatsächlich, komm. Ah, warum geht er nicht wieder rein? Hätten sie gekriegt. Ja, vielleicht. Vielleicht. Aber schönes First Blood von Poppy. Und da ist er, da ist er. Gut, also Blau ist leicht im Vorteil gerade. Und tatsächlich haben sie den Warwick auch noch gekriegt. Da passieren gerade einfach viel zu viele Kills auf einmal. Damit kommt die Cam nicht klar. Da wird Mitte gepinkt. Was wollen sie da machen? Trash im Bedrängnis, aber. Das ist tatsächlich der neue Warwick, der vor kurzem geupdatet wurde. Wurde ja auch gerade im Chat gefragt, warum der Warwick so anders aussieht. I see what you did there. Ey, ich bin für die Wortwitze zuständig. Hör auf damit. Aber tatsächlich haben wir Warwick noch nicht gesehen bisher, ne? Ja, das ist jetzt der erste Warwick, den wir hier haben. Das ist Rengar immer noch.
Ich dachte, das wäre ein Witz. Es war ein Witz, oder? Sag einfach ja, ist egal, sag einfach ja. Wieso der neue Wall kann doch jetzt springen? Mit der Ult, oder? Ja, auf jeden Fall. Ist er jetzt eigentlich wirklich stark oder nicht? Also ich habe ihn noch nicht gespielt, ich weiß es nicht, ich habe auch noch nicht gegen ihn gespielt, tatsächlich lustigerweise. Sein neues Set ist sehr brutal, also ist sehr stark. Ja gut, aber ich sag mal, das ist ja nichts Neues bei gereworkten bzw. neuen Champions. Und der nächste Hackerin Gank, aber ja, Lush mit dem Flash raus. Die Hook sehr gut geflasht. Da ist alles sicher. Oder Kiamko schreibt, nach dem Spiel gegen mich ist die Ori auf einem anderen Level in der Midlane, okay? In welchem Sinne? Hat sie gegen dich nicht so gut gespielt? Vielleicht bist du auch einfach zu gut gewesen. Und man konnte nicht so gut gegen dich spielen. Wer weiß das schon? Ich habe das Spiel leider nicht gesehen. So, Mitty wird wieder gepinkt. Oh, der Flash, da hat aber jemand Angst gehabt. Da hat aber jemand Angst gehabt, Mensch. Oh, danke, Nerodus. Ist so ungemein. Man hat sich so das so abgewöhnt, dass man die eben nicht mehr ändern muss, weil die ja jetzt seit dem neuen. Und. Zack. Tschüss, Dahlia. Ja, die hat gerade nicht so viel Spaß, glaube ich. So. NA-Flash, absolut. Nee, was ich sagen wollte, man hat sich so dran gewöhnt, dass man die Dinger nicht mehr abändern muss. Deswegen habe ich es jetzt. Letztes Spiel habe ich auch ein bisschen gebraucht, bis ich das abgeändert hatte. Aber dafür seid ihr ja da. Wenn ihr schon selber nicht spielt, könnt ihr uns wenigstens helfen beim Casten. Nehmen wir natürlich gerne an. Ja, yep. Also kommt drauf an. Wenn ich kritisiert werde, dann nicht. Aber kleinere Tipps sind in Ordnung. Solange man es mitnehmen kann. Wie sie sich alle im Chat über ihre Spiele aufregen. Ich finde das lustig. Ich gucke mir die alle im Rematch an. Versprochen. Ich habe auch nicht die Finger gekreuzt. Ja, der Hook ging ins Leere. Oh. Ja, da hat sich Poppy doch ein bisschen verschätzt, aber stark verschätzt. Das, oh nice. Das hat, das, oh, das war wirklich richtig gut gewesen. Hast du das Play oben gesehen? Ja. Ah, Traum, also das war mal ein richtig guter Flash. Gut, jetzt ist er wahrscheinlich hinüber. Aber wenn man mal aufpasst, dann merkt man so, die Poppy hat den Trundle bisher die ganze Zeit immer auf dieselbe Stelle gepinnt. Ja. Einfach on point. Nee. Ich finde das schon lustig. Hat schon Grund, warum ich nicht mitspiele, sondern nur gaste. Ich wäre auch, glaube ich, keine große Bereicherung für irgendein Team. Ich stehe da wenigstens zu. Aber auch die Lower Elo ist wichtig. Dann kann man wenigstens die Guten mit reinstopfen. Ja, ja, aber das sind die Guten, die regen sich ja dann wieder auf. Die Guten würden sich dann, die wären dann jetzt hier bei irgendeinem anderen Streamer im Chat und würden sagen, dieser Kackbuhn, Alter. Schlechteste Support, den ich hier hatte. Und tschüss, Talia. Gut, bei Orianna läuft in der Mitte. Ja, die Orianna. Oh. Das habe ich noch gar nicht richtig eingestellt. Ist auch wieder leicht im Farmvorteil. Sonst, ja, Poppy ist auch gewaltig im Vorteil, aber da kommt jetzt der Gank. Das wird sie aber, denke ich mal, überleben. Ja, jetzt ist natürlich die Kamera schön gewechselt, aber ja, das hat sie definitiv überlebt. Und der nächste ist der Fight of the Botlane.
Oh, der Hook hat getroffen und da hat sich Lucian erledigt. Way Naked, die Jinx spielt eine angezogene Wings, Jinx. Freudscher Versprecher, you know. Das blaue Team ist auch sehr stark, also ja, definitiv. Von dem CC her, was die haben und Tankiness von der Poppy, die mitgebracht wird. Ja, es wird halt auch momentan sehr gut ausgespielt. Wie lange das letzte Spiel ging? Ich weiß es gar nicht. Wie lange ging unser letztes Spiel? Ich glaube so 37, 38 Minuten, irgendwie sowas, ne? Ja, so um den 30er-Bereich rum. Ja. Hatte gerade irgendjemand gefragt. Lukas hatte das gefragt. Ja, die Spiele sind auch sehr unterschiedlich, je nachdem, was man drin hat. Ja, natürlich. Ich sag mal, ich kann auch irgendwo verstehen, dass wenn man das erste Mal mit irgendwelchen wildfremden Leuten zusammenspielt, auch wenn man natürlich Kommunikation, wenn Kommunikationsmöglichkeiten da sind, oh, da kam der Shutdown. Das Gold ging an Rengar. Ohne das böse zu meinen, aber ich glaube, da ist es momentan wahrscheinlich auch besser aufgehoben. Und der nächste Kill für Poppy. Ach, unglaublich. Naja, was ich sagen wollte, auch wenn Kommunikation da ist, ist es trotzdem irgendwo ein bisschen wie Solo-Queue. Ne? Also, du heißt ja nicht sofort, dass nur weil du mit denen sprechen kannst, dass du mit den wildfremden Leuten auch wirklich verstehst und die verstehen, was du machen willst. Weißt du, wie ich meine? Gewissermaßen ist doch ein bisschen Druck drauf, weil man will ja unbedingt gewinnen fürs Team. Und für die Belohnung. Ja, vor allem für die Belohnung. Aber, ja. Ja gut, das ist halt natürlich eine Turniersituation, ne? Ich sag mal, du kannst natürlich, wenn du irgendwie einfach nur im Solo-Queue spielst und verlierst, dann ein bisschen Rage-Critten und gut ist. Das kannst oder solltest zumindest in so einem Turnierspiel nicht machen. Ich sag mal, auf eine gewisse Art und Weise verlassen sich die Leute nun mal auf dich. Und die Leute sind nun mal in deiner Freundesliste. Da, höchstwahrscheinlich. Ja gut, der Einzige, der Rot gerade noch ein bisschen oben hält, ist Rengar, ne? Ja. Muss man ganz klar so sagen. Ist ja auch nicht umsonst ein häufig gebannter Held. Champion. Ja, Entschuldigung. Ich hey! Halt anders gewohnt. Wieso, spielst du Dota oder was heißt die da? Eigentlich überall. Ich weiß nicht, was sonst über Dota so heißt. Ich habe noch nie Dota gespielt. Ja, in Dota sind es auch Helden. Also allgemein überall aus dem Blizzard-Universum sind es theoretisch Helden. Ja gut, deswegen macht Sinn, dass sie bei LoL da nicht so heißen, ne? Ich meine, wenn alles schon so aussieht wie WoW, dann müssen sie ja nicht alle so heißen. Allerdings, was ein richtiger Begriff ist, ist bei Poppy, denn sie ist ja wirklich ein Held. Wieso ist sie ein Held? Die Geschichte möchte ich jetzt hören. Ein bisschen Lore, am Abend. Ja, wir haben noch Zeit. In der 13. Minute. Poppy stirbt jetzt. Nein, ah, doch nicht. Stirbt sie nicht, tatsächlich. Sie schwingt den Hammer und nicht getroffen. Aber sie wird dann kommen. Aber dafür ist... Ey. Hier unten war gerade spannend. Ja, okay. Jetzt hier oben wieder spannend. Oh, da kommt Hackerin. Oh, da, das gibt das einen Doppelkill? Ja, schön. Poppy stirbt nicht. Also, Geschichte von Poppy. Genau, die Geschichte von Poppy. Wer möchte noch alles die Geschichte von Poppy hören? Okay, egal, ich möchte sie hören, das reicht. Also, schieß los. Es geht um dieses kleine Mädchen da, die Süße da oben. Die hier. Die muss den Träger des Hammers suchen. Und zwar den legendären Helden. Sie weiß allerdings nicht, dass sie der legendäre Held ist. Ja, toll, jetzt hast du gespoilert. Toll. Ja, aber sie weiß es ja nicht. Ja, aber jetzt weiß ich es. Das ist die ganze Geschichte jetzt hinüber. Ich hab's kurz gefasst. Toll. Findet sie es denn am Ende heraus?
Nein, weil sie nicht will, dass sie der Held ist. Ach so, das ist eher so eine psychische Geschichte bei ihr. Sie ist eher so gesehen ein selbstloser Held. Oh Gott, ist das romantisch. Oh, Botlane ist, Midlane ist der Tower Ist auch tatsächlich sehr jetzt. romantisch. Der ist wirklich sehr romantisch. Oh, guck dir einfach mal den Farmvorteil an. 141 zu 75. So, nächster höchstwahrscheinlich erfolgreicher Gang von. Ah, oder vielleicht auch nicht. Ah, da hat Talia nochmal mehr oder weniger sie gerettet. Der Control Ward, lass den stehen. Nein, der Control Ward wird auch gemacht. Ja, jetzt wird sich gerade so ein bisschen auf der Botlane gesammelt. Beide wahrscheinlich noch am Überlegen, ob sie doch noch ein Play machen. Und Jinx wird es wahrscheinlich nicht schaffen. Nein. Für Thresh sieht es auch sehr schlecht aus. Und Hacker, ja. Schöne Talia-Ult. Das hat sie wirklich schön rausgespielt, muss man sagen. I take your energy. Thank you. Robert, meine. Dieser Oberhaus 89, ey. Verrückter Dude, ey. Verrückter Dude. Ja, konnten jetzt aber schon doch noch ein bisschen was gut machen, ne? Also ich muss sagen, die Botlane auf der roten Seite hält sich wacker gegen die blaue. Oh, da ist jetzt aber jemand geplatzt, ey. Aber das wird, ja, na klar, Orianna ist das. Hat es auch dahin gerafft. So, wir ein super spannendes Tank-Battle. Ja, das sah nach einem Draw aus, würde ich sagen. Poppy halt mit dem Feed-Vorteil, ne? Ja, aber ordentlich, ne? Mein Gott, das ist ein Riesenunterschied. Jetzt gucke ich gerade mal. Aber dabei sind die vom Gold her gar nicht so weit vorne im Endeffekt, ne? Ja, es geht um die Items. Guck dir mal die Unterschiede an. Nein, ich meine jetzt, wenn du mal überlegst, was für einen Vorsprung Poppy hat, was für einen Vorsprung Orianna hat. Ja, auch Jana ist gerade ganz vorne mit dabei Ja. von der Partie. Können wir auch später im Damage-Graph begutachten, wie gut sich die eingehalten haben. So, Trundle schon wieder abgeholt worden. Oh, aber jetzt gibt's unten Action. Die Lucian-Ult. Ah, überlebt das? Ja. Zack. Und da musste Da sich die kam der Botlane Ender dann doch um. nochmal geschlagen geben. Ich fand den Hammer-Kill auf der Top-Lane fand ich sehr schön. Also, das sehe ich echt selten. Du bist Hammer, wie du dich bewegst in dem Outfit. Hammer, einzigartig. Unglaublich. Weißt, dass du übertrieben Hammer Hammer bist. bis. Warum bist du nicht geblieben? Reicht jetzt auch, ne? Das ist voll der Hammer. Ach, wer hätte da Emote Only reingeballert, hä? Das erklärt, warum der Chat so leer war. Und so wenig auf meinen LOL-Skills herumgehackt wurde. Der Control Ward steht aber auch interessant in dem Busch. Oh, wir haben Ja, gerade ich habe tatsächlich verpasst. den Rengar-Stick nicht Ja, ich gesehen. auch nicht. Den habe ich gesehen, aber es war halt jetzt nicht so spektakulär. Ist halt.
Es ist ein Rengar. Also, ne? Genau, richtig. Sagen, es ist halt ein Rengar. Rengar ist einfach die perfekte Maschine. Ja. Er springt rüber, der nimmt ihn sich, er geht wieder. Vidi Vidi Vici, oder wie das heißt, ne? Ja, so ähnlich. Er kam, sah und stealte. Ja. Was ist da jetzt oben auf Toplane los? Was habt ihr vor? Ich glaube, Poppy soll abgeholt werden. So wie Talia da steht. Da kommt mit Sicherheit gleich eine Ulti. Okay. Hatte sie Ulti nicht ready gehabt? Gut, aber ich denke mal, das wird sie trotzdem nicht überleben. Nee. Das war dann doch ein bisschen zu viel des Guten. Da kann selbst Poppy nichts gegen machen. Manchmal muss man den Tod akzeptieren. Ja gut, aber ich sag mal dafür... Ja gut, da hat jetzt Blau aber doch was hergegeben, ne? Ja, das sieht aus dem... Ja, als würde Rot ein bisschen aufholen. Ja gut, aber dafür holen sie jetzt den Bot Tower. Der Ward steht da. Der wird angepinkt, aber... Soll höchstwahrscheinlich einen Teleport geben. Da kommt auch der Teleport von Trundle. Ah, wenn der Teleport... Setzt nicht auf den... Okay. Ich hätte jetzt eher gedacht, dass er hier auf den Bushwater teleportiert. Oh, schön. Von Trash. Ach, da kommt Talia noch. Aber Jinx weicht allem sehr gut aus. Also Vayne naked. Ach, schade. Oh, da spielt aber jetzt auf Risiko, du. Also, Rot kämpft sich gerade definitiv zurück. Ja. Sag mal, oben wird aber jetzt wieder der nächste Tower geholt. Also, man sieht auf jeden Fall, dass Rot halt den Griff des Todes einfach nicht erwidert. Zu Recht, wäre ja auch langweilig, wenn sie es machen würden. Aber oben ist ja der zweite Turm in Gefahr. Ich weiß nicht, ob Talia das deffen kann. Sieht nicht danach aus, aber Rengar kommt jetzt hinzu. Ja, ich bin gespannt. Ich würde ehrlich gesagt ein Base Race gerne sehen. Das müsste bei den Teamkompositionen. Ja, aber ich glaube, den Base Race... ich weiß nicht. Ja doch, ich glaube, Blau wird das aber trotzdem machen, oder? Ich bin mir da nicht so sicher. Ja, ich überlege auch gerade. Und Talia und Trundle. Ich überlege auch gerade. Aber ich glaube nicht, dass wir das sehen werden, also... Also wenn sie jetzt zugehört hätten, also wenn ihr wollt, Base Race, wäre nicht schlecht. Ja, würde ich sagen, ein Team jetzt hoch, eins runter, ich sag mal, die Türme relativ gleich. Oder beide auf Botlane, das geht auch. Das geht auch. Animieren wir die Spieler zum Blödsinn machen. Midlane wird jetzt der Turm umkämpft. Allerdings keine Minions. Nee. Sieht Hacker auch, er portet sich back. Die Zeit wird er höchstwahrscheinlich haben, ja. Der Turm sollte eigentlich gedefft werden können. Ja, der Wave Clear ist auf jeden Fall da von der blauen Seite. Ja, alleine Jinx, also. Und dann noch, wenn Orianna zurückkommt. Und da gehen sie rein, Hackerin holt sich die Soraka, doch nicht. Alle fokussieren sich auf Trundle's Down. Und Rengar kommt mit seiner Ult. Soraka ist auch erledigt. Soraka weg, auf. Ah. Und das sieht aus wie ein Sieg fürs Blau Team. Definitiv. Also der Fokus war jetzt... Also der nicht unbedingt war jetzt nicht so super. Ja, auch danach auf Trash. Und die Orianna Ulti, die daneben liegen, war die beste. Aber ein Sieg ist ein Sieg. Und ich weiß jetzt nicht, machen sie jetzt den Drake? Also ich sag mal, also Rengar könnte ihn wieder stehlen. Ja, aber dann schalte ich wieder weg und erwähne es nicht. Einfach aus Prinzip.
Tut uns ja leid. Nur damit die Leute sich was zum Aufregen haben. Muss ja auch sein, ne? Genau so ist es, sonst wär's doch langweilig. Ist da oben Vision? Ne, ne. Obwohl, sie können sich aber eigentlich denken, dass er weggeht, ne? Ja, das hat jetzt aber viel Zeit gekostet. Das ist aber jetzt sehr riskant. Und... Oh, da ist die Jinx Ohohoho! Ja, okay, diesmal haben sie den da. Drake bekommen, aber Jinx ist ja mal komplett geplatzt. Ja, Okay, Orianna, die haben kommt sich sie weg? gechased. Gut, der Hook ging mir jetzt komplett ins Leere. Kann man mal machen. Italia baut eine Mauer. Trump. 2016, Die 17. Mauer muss weg. Die Mauer muss weg. Ja, aber blau immer noch mit 4K Gold vorne. Aber sonst noch relativ even. Naja, Rot halt noch mit dem Dragon-Vorteil. Aber Winddrache ist jetzt auch nicht so viel. Ja. Also da ist der Airdrake dann doch ein bisschen mehr wert, würde ich sagen. Frage ist halt nur, wer engaged den Baron als erstes? Ja, momentan macht sich da offensichtlich noch niemand so wirklich Gedanken drüber. Ich glaube, die wollen einfach nur stallen. Sie bereiten den Base Rush vor. Ich meine, es hat ja 3 Minuten gedauert, bis sie das gehört haben. Wegen dem Delay und so. Und gleich geht's los. Sarah, Junge. Trust me. So, sie tanzen in der Mitte rum. Shake that thing up. Really gonna shake that thing. Mädels, was macht ihr da? Also irgendwie dieses, dass sie da jetzt mehr oder weniger AFK rumstehen, bringt halt niemandem was. Es ist wie die Ruhe vor dem Sturm. Naja gut, aber sie kriegen keinen Farm in der Zeit, sie machen halt nichts, ne? Ja. Mentale Aufbereitungsphase. Jetzt laufen sie einfach nur. Ui! Das war jetzt aber ein guter Damage von Orianna. Hacker steht da sehr gefährlich, aber da ist nichts draus geworden. Du könntest dir auch mal ganz kurz die Sichtbarkeit vom blauen und vom roten Team angucken, weil mich schon wieder dieses Ward Placement sehr interessiert von beiden Seiten. Müsstest du eigentlich so weit sehen können? Unten So. links. Red Team? Red und Blue Team, ja. Ich hab das Gefühl, also Rot Team hat auf jeden Fall sehr viel Sicht. Eigentlich, ja gut, sie haben halt den kompletten River gewardet, aber das war es eigentlich komplett. Und unten steht immer noch seit gefühlt 20 Minuten der Control Ward. In dem Bottle Ambush, der weiß ich nicht, was er bringen soll. Ja gut, Blue hat 2 Wards stehen. Am Blue, im gegnerischen River. Also ich sag mal so, beide Teams haben nicht die perfekte Vision. Aber zumindest die Aber jetzt Wards kommt haben es gut. eventuell, ja, Rengar steht da gefährlich. Kommt der Hook? Trifft der Hook? Feuer geht aber da. Ja, den Tower kriegen sie nicht mehr. Da kommt der Engage von Poppy. Hecarim.
Zone zu Rag. Ja gut, okay, da lässt ihr jetzt mal streiten, ob sie jetzt das richtige Ziel war. Aber Orianna one-shottet gefühlt. Talia ist auch raus. Jinx. Okay, sie nehmen gerade einen nach dem anderen, aber gut, der Fight müsste, dürfte eigentlich. Trundle kommt tatsächlich weg. Ich wollte gerade fast sagen. Ja. Tatsache. Ah, da kommt ihm aber Poppy entgegen. Das könnte ihm jetzt zum Verhängnis werden, mal wieder, ja. Also nur Rengar und Soraka haben es geschafft, rauszukommen. Aber Lucian ist inzwischen auch wieder da. Jetzt weiß ich auch, warum die Vi gebannt haben. Der eine Typ heißt Vi means Victory. Das siehst du erst jetzt? Das sehe ich erst jetzt, sorry, dass ich auf die Namen nicht achte, ist mir doch egal. Rapist Trinder. Okay, ich muss mir die Namen doch mal öfter durchlesen. Das ist Comedy pur. Oh, Rengar. Er geht aber auf Risiko. Ja. Da wollte er zu viel. Ich meine, es war knapp gewesen. Wofür die Lantern jetzt war, weiß auch kein Mensch. Aber da wollte er zu viel. Und jetzt, was sie auch machen werden, können sie einen Free Drake wahrscheinlich holen. Ja gut, free wird er nicht, aber... Ja, und ja, den haben sie. Zwei Erddrachen ist schon gar nicht mal so schlecht. Soraka ist auch erledigt. Ja, okay. Also jetzt entweder pushen oder Baron. Was würdest du sagen? Ich wäre auf jeden Fall für den Baron, da der Push dann relativ schneller von der Hand geht. Ja, vom ersten halt komplett free gerade, ne? Obwohl, der Rengar ist jetzt wieder da. Aber der wäre wahrscheinlich schon down gewesen. So, Jinx, goodbye. Also, sie überlebt es wieder. Tatsache. Ich meine, der Fokus von ihm ist ja gut, aber wenn der Damage da nicht reicht, hast du da auch nicht viel von. Ja gut, also ich denke, das Spiel hat sich jetzt erledigt. Ja, das ist jetzt so viel. Das ist doch relativ over. Ja. GG. Oder? Nein, nein, das ist vorbei. GG ans blaue Team. Herzlichen Glückwunsch. Das liegt schon doch richtig. Ja, haben wir beide richtig. Wer hat eigentlich gerade recht gehabt? Weiß ich. Vorhin? Ja, ich überlege gerade. Beide. Hatten wir auch beide auf Rot gesetzt? Ja. Boah, sind wir gut, ey. Man kann auch definitiv in der Teamstärke der Helden sehen, wer halt Vorteile wem gegenüber hat. Wenn man so sieht, wie Counterpicks und so entstehen. So, jetzt haben wir auch nicht so lange Black Screen. Jetzt gucken wir uns mal kurz die Graphs an. Finde ich mal sehr spannend. Ja, gut, dass Orianna den meisten Damage hatte, damit habe ich jetzt gerechnet. Poppy hat aber auch ordentlich reingezimmert, ne? Ja, die Poppy, die darf man nicht unterschätzen. Da ist echt Zweitmeister Physical Damage, Tatsache. Hätte echt eine Lusche mehr gehabt. Ich bin beeindruckt. Guter Mann, guter Mann. Das ist der prozentuale Damage, der in der Crew drin steckt. Der haut sehr stark rein. So. Dann schaue ich jetzt mal. Wie es mit dem nächsten Spiel aussieht.
Ja, die Thalia hatte echt sehr wenig CS. Ja, gut, aber Orianna hat sie jetzt auch nicht wirklich farmen lassen, ne? Ja, das ist der Schaden und der Range-Vorteil.